Was geht YouTube und herzlich willkommen zu diesem Update-Video, zu meiner Darts-Ecke. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Schon besser. Heute werden wir uns um die Technik kümmern, also für das Streaming-Setup. Was bedeutet, wir tun erstmal die Technik komplett im Raum umverlagern, um die Darts-Ecke erstmal frei zu bekommen. Ich habe jetzt mal diese Wand hier freigeräumt, dass wir diesen Schreibtisch nach da machen können, um hier die Darts-Ecke hinmachen zu können. Okay, seit dem Anfang des Videos ist einige Zeit vergangen. Der PC steht jetzt in dieser Ecke hier. Daran wird sich aber noch was ändern. Außerdem, es gab eine neue Neuerung, die wir schon gemacht haben. Mein Dad hat mir geholfen und ich würde sagen, jetzt brauche ich keine Brille mehr, um den Chat zu lesen. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt einen 65 Zoll Fernseher für den Chat, für Alerts, für alles mögliche, was ich da drauf machen möchte, wenn ich hier Dart spiele. Ich denke, jetzt kann ich eure Nachrichten relativ gut lesen. Müsste groß genug sein. Ist natürlich jetzt gefährlich mit der Dartscheibe, aber die kommt sowieso ein bisschen weiter links hin. Und eine weitere Sache, die sich ändern wird, momentan steht ja der Schreibtisch dort. Aber wir werden den um 180 Grad drehen und hier hinstellen, dass ich quasi so sitze und diese Aussicht habe auf diesen Bildschirm, auf die Dartscheibe. Hier kommt der Schreibtisch hin, weil das einfach technisch die bessere Lösung ist. Und dieses Sofa kommt dann hier an die Wand. Dann würde ich mal sagen, wir stellen den Schreibtisch genau hier hin. So, ich habe den Schreibtisch jetzt umgeräumt. Hier steht das Sofa. Und da ist mein großer Bildschirm, den, wenn ich hier sitze, als dritten Bildschirm benutzen kann. Und jetzt kommt's, wenn ich hier zum Dartspielen gehe und um die Ecke wird sich als nächstes gekümmert, dann kann ich diesen Bildschirm einfach hier rüber drehen. Und ich habe jetzt schon alles geöffnet. Das ist der Twitch-Chat, das ist mein OBS, darüber streame ich. Dann mache ich hier die Dartscheibe an. Ich kann das jetzt gerade mal kurz machen. Die Kamera an, diese Kamera an. Und dann müsste das Bild hier erscheinen. Zweite Kamera, bitte lass mich nicht im Stich. Da ist sie. So sieht es dann hier aus. Ich starte auch mal die OBS-Aufnahme. Ich filme jetzt mal kurz, wie das Ganze hier ausschaut. Dritter Fall müsste irgendwo hier drüben sein. In der Sofaritze natürlich. Ach Mann. Dann stelle ich mich hier so hin und werfe hier die Darts ins Board. Und kann währenddessen hier rechts den Chat begutachten. Alles tippitöppi. Also die Technik steht soweit. Oh mein Gott, wie knapp. Die dritte Aufnahme oder so. Verdammt. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass so wenig Technik jetzt hier so im Blickfeld ist, außer der 65 Zoll Fernseher, treffe ich ganz gut. Also seitdem das hier ein bisschen weniger geworden ist an Technik in meinem Blickfeld, wie ich es ja schon angekündigt habe, finde ich, ist es ein bisschen besser geworden alles. Ach, und wenn ich es schon sehe, in der OBS-Szenerie ist es schon angezeigt. Uns fehlen nur noch 70 Follower auf YouTube für die 10k. Oh, mach die mal schnell voll und wenn sie schon voll sind, wenn das Video hier online kommt, nochmal Danke aus der Vergangenheit. Es ist ja nur eine Frage der Zeit. Es ist wie mit dem neuen Data. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur wann. Okay, wir machen mal weiter, Chat. Ich sag schon, Chat, ich bin gar nicht online, aber wenn ich hier spiele, bin ich so im Modus, ihr glaubt das nicht. Hier drüben liegt schon vieles bereit, das wir brauchen werden. Denn wir wollen das Dartboard hier in der Mitte aufhängen. Dafür muss dann auch das hier weichen. Aber bevor wir diese Wand angehen, frage ich mich eine Sache. Wie soll diese Kamera, in welchem Winkel soll diese Kamera mich filmen? Soll die Kamera mich mehr von vorne filmen? Also so. Oder mehr von der Seite? Mehr like... More like this. Ich weiß es noch nicht so genau. Also ich habe euch jetzt auf Instagram gefragt, welcher Winkel besser ist und ihr habt
natürlich abgestimmt für eher seitlich, war auch mein Favorit. Dann sind wir uns ja einig. Bei der Gelegenheit folgt mir natürlich auch gerne auf Instagram, da benachrichtige ich euch auch immer, wenn ich live gehe und so weiter und so fort. Der Marketing-Boss. Das war der Technikteil für die Darts/Streaming-Ecke. Beim nächsten Mal startet dann der handwerkliche Teil und wir werden die Kameras an die Wand montieren und meine Dartscheibe umpositionieren. Das wird sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zur nächsten Folge.